Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt aber eine kleine kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Leider gibt es bei Part 8, 9 und 10 kleine Probleme mit dem Sound. Ihr werdet wahrscheinlich immer mal wieder so ein kleines Klacken hören. Ich habe versucht, das Ganze so gut es geht zu reduzieren und ab Part 11 wird das Ganze auch wieder besser werden. Was ihr allerdings machen könnt, ihr könnt das Video auf die doppelte Geschwindigkeit stellen oder zumindest auf die 1,5-fache, dann ist das nämlich deutlich weniger nervig. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dem Video und denkt dran, ab Part 11 ist dann wieder alles normal. Ihnen hilft und Russland, das sind in Summe dann doch schon ein paar Truppen und dann haben paar unserer Verbündeter eben noch Probleme. Also wir haben auch Kolonien, also Priet hat Kolonien und diese Kolonien machen Schwierigkeiten. Brauchen Truppen, da können wir nicht helfen. Das kann eben nur UK selbst und ich habe hier irgendwie ein leicht verpacktes Event. Auf jeden Fall kann das nur UK selbst. So, jetzt habe ich es hier. Und deswegen kann er jetzt wiederum zwar unsere Kolonien, also unsere Verbündeten schützen, aber er braucht Truppen von uns. Und deswegen schicke ich jetzt meine 140 Mann, das dauert zwar 100 Tage, nach Großbritannien. Ich werde die da auch kontinuierlich stationieren. Also ich verlege tatsächlich das HQ nach England, dass die eben hier stehen. Und von dort aus dann immer agieren können und meine restlichen Truppen bleiben dann erstmal hier. Das bedeutet, wir können die tatsächlich sogar umbenennen, theoretisch in erste europäische Armee. Ich kriege es auf jeden Fall ziemlich chaotisch und theoretisch müsste ich auch Truppen nach Alaska schicken, weil Kanada eigentlich seinen Truppen wiederum woanders hat, aber ich sehe, das hat scheinbar funktioniert. Also er kommt da durch. Ich habe ja auch noch Truppen in der Reserve, die ich ausnehmen könnte jederzeit. 200 ungefähr an der Zahl. Problem ist zum einen, die sind nicht so gut. Also die Armee hier hat basically die gesamte Kavallerie unserer Armee. Das heißt, die sind brauchbar, die kann man einsetzen. Das Problem ist nur, wir haben nicht so viel Geld. Wir haben 1000 Bausektoren und wenn wir jetzt alle Bausektoren nutzen würden, dann gehen wir ein bisschen ins Minus. Ich baue allerdings aktuell alles, was den Bau wiederum günstiger macht. Also das ist schon sehr produktiv, aber ich zahle halt so viel auf Zinsen und da ein bisschen aufpassen muss. Deswegen baue ich hier übrigens gerade noch ein paar Sprengstoffwerke. Wir machen uns aber eine Sache zunutze und zwar ist der Investitionsfonds bei uns brutal voll. Also wir haben 312 Millionen, das ist richtig, richtig viel. Also wenn man sich mal überlegt, wir arbeiten jetzt hier schon eine Weile, wir sind jetzt 5 Millionen im Minus. Also 312 Millionen ist eine so unglaublich große Summe. Und das bedeutet, dass ich tatsächlich dazu tendiere, auch regelmäßig mal meine Bausektoren nicht zu benutzen, wenn es nicht sein muss. Weil dann bauen eben, baut meine Bevölkerung selbst und die bauen halt alles Mögliche. Nicht so gut organisiert, wie ich das möchte, aber sie bauen, sie bringen die Wirtschaft voran. Und das quasi auf deren Kosten, auf deren Investitionsfonds, den wir damit eben abschöpfen. Und dadurch können wir eben unsere Preise hier oben, also beziehungsweise unsere Wirtschaft am Laufen halten, obwohl wir eben über 1000 Bausektoren haben. Ein kleines Problem, was wir haben, ist aber, und da kämpfen wir gerade ein bisschen gegen an, die Bevölkerung. Und unsere Bevölkerung ist sehr groß, tatsächlich die zweitgrößte nach China. Und deswegen würde ich ganz gerne die Rechte der Frauen verstärken. Dadurch ist es nämlich so, dass unsere Geburtenrate zurückgeht und dann eben dieser Anstieg hier sich abbremst. Das ist deswegen wichtig, weil wenn ihr euch mal die Wirtschaft anschaut pro Kopf, da seht ihr hier, dass unsere Wirtschaft immer wieder steigt, aber eigentlich kontinuierlich immer so einen Druck nach unten hat. Und dieser Druck nach unten kommt einfach daher, weil wir zwar viel Wirtschaft haben, aber es sich halt auf immer mehr Leute verteilt, weil einfach so viele Leute im Land existieren. Und dementsprechend müssen wir eben schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Dynamit einsetzen in den Provinzen, damit vielleicht nicht so viele Leute quasi überleben, wenn sie da für uns arbeiten. Wir müssen aber auch auf jeden Fall darauf achten, dass die Bevölkerungsquote eben ja in gewisser Weise nicht zu hoch wird. Das sind also relativ vielfältige Probleme, vor denen wir stehen. Die lösen wir aber eigentlich gerade alle, finde ich, ganz souverän. Wir müssen nur echt überlegen, ob wir wirklich im Minus bleiben wollen, weil vielleicht sollte ich mal meine Kredite erstmal zurückzahlen, bevor ich weitermache. Wie erwähnt, die Zinsen sind einfach brutal hoch. Es wird gerade auch angemerkt, das wäre ja eine Art russischer Bergbau. Und ja, das ist es ungefähr. Außenpolitisch verfolgen wir auch noch ein paar Ziele. Ich konnte nämlich tatsächlich hier von meinen Kolonien die quasi Autonomie senken. Also wir sind inzwischen einfach so mächtig, dass wir Burma und so weiter zu einer Marionette machen konnten. Das ist von Vorteil, es gibt uns ein bisschen mehr Geld. Wir können tatsächlich auch sagen, gebt uns mal noch ein bisschen mehr Geld. Das sorgt zwar dafür, dass sie nicht weiter Richtung Annektieren gehen, aber wir wollen sie auch gerade aktuell gar nicht annektieren. Also ich will gar nicht, dass sie jetzt noch stärker eingebunden werden. Ja, wie erwähnt, die Wirtschaftsleistung würde sich dann auch noch auf deren Bevölkerung verteilen. Und wenn man sich die Länder mal anschaut, die haben jetzt auch nicht einen besseren Lebensstandard als wir. Wir würden uns einfach nur unglaublich viele Millionen von armen Leute ins Land holen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Gut, dann kommen die, sind unterwegs. Einfach Verteidigung stellen, nicht auf Angriff. Ja. Gar kein Problem. Schienenverteidigung oder normale Verteidigung?
Entschiedene Verteidigung natürlich. Entschiedene Verteidigung, okay. Erhalten hier. Und irgendwie den Berg halten. Okay, ja, das ist gar kein Problem. Ich habe viele Truppen, das ist natürlich die Frage, ob 100.000 Inder überhaupt nach Gibraltar passen. Noch kann ich die Berge halten. Ich habe zwar weniger Manpower als sie mittlerweile, aber ich habe mittlerweile 80 Defensive gegen 40 Offensive. Ja, das sollte eine Weile funktionieren. Werden wir über Gibraltar dann auch dort einmarschieren? Ist überhaupt der Plan, dass wir gegen Spanien kämpfen? Wir müssen gegen Spanien kämpfen. Ah, nee, das Kriegsziel ist, glaube ich, schon belagert. Das spanische Kriegsziel. Okay, die Situation in Gibraltar sieht wie folgt aus. Der britische Senegal, ihr greift... Nee, wir verteidigen genau die Russen. Die Russen? Was macht der General Juri hier? Ja, weil wir Mexiko angegriffen haben, nicht die USA. Und die Russen das ist haben natürlich da. Hey, ich meine, wir haben Mexiko angegriffen. Natürlich kämpft ein russischer General in Gibraltar. So, was habe ich denn sonst erwartet? Was muss ich denn erforschen, wenn ich das nächste Mal wirklich Schaden mache? Ah, da bräuchte ich wirklich diese Militärstatistik, oder? Du brauchst beim Militär... Du hast... Was für eine Forschung hast du? Ich bin auf der Linie von gezogenen Rohren. Du brauchst Befestigungsgräben. Bei Befestigungsgräben bekommst du neue Infanterie. Oh Gott. Nochmal weiter drunter. Da bräuchte ich 10 Jahre für. Ich habe schon Tiefenverteidigung. Okay, ich kann jetzt die Lazarett mal noch anmachen, die einberufbaren Bataillone. Ich hab in 4 Jahren Militärflugzeuge. Das in 4 Jahren was? Um Erik zu zitieren, das fühlt sich gerade ein bisschen an, als ob wir Ziff spielen und du einfach so auf den Wissenschaftssieg gehst und gefühlt schon mit Raketen rumfliegst, während meine Leute noch auf Pferden rumreiten. So viel zu, ich muss ein bisschen Geld sparen. Deswegen ist übrigens eine Schuldenbremse sinnvoll. Oh, das war nicht, ich will jetzt gar nicht darüber anfangen, aber ich fand das so lustig. Bei einem Podcast, den ich sehr gerne höre, wurde heute der baden-württembergische Finanzminister tatsächlich interviewt. Der ist grüner und der hat dann erzählt, wie toll er die Schuldenbremse findet. Das ist auch nur sowas, das passiert auch nur in Baden-Württemberg. So, ich versuche jetzt einmal mit letzter Fair. Was ist eigentlich das Kriegsziel? Also, so wie ich es verstanden habe, wollt ihr quasi den USA-Teil von Mexiko euch schnappen, oder? Ja, also genau. Geh mal bitte auf Brunei jetzt mit deinen Truppen. Auf Brunei? Und der Erik nur ganz kurz hat seinen Vorteil aus der Urhausräten bestimmt, aber es sind Mini-Vorteile im Vergleich zu den riesen Nachteilen. Soll ich auf Brunei landen, oder was? Ja, bitte. Dankeschön. Hallo, Justin King. Genau, es geht um Mexiko, es geht aber auch, weil wir eben mit Russland im Krieg sind, um Alaska. Ah, okay. Und es geht auch um eine Insel in Afrika, von Spanien. Ja, das klingt wichtig. Und danach können wir ja hoffentlich die Franzosen plätten, weil die haben ja jetzt hier irgendwie, was haben die überhaupt für eine Regierung? Warum sind die auf einmal so komisch? Die haben ja immer noch Präsidialrepublik, oder? Hatten sie das nicht vorher schon? Revolution hat, ja, ich weiß nicht. Nee, vorher waren die im Kaiserreich. Ja, aber ich hoffe einfach, dass bei denen jetzt irgendwie der Sozialismus spawnt, weil ich habe irgendwie Sorge, dass das bei mir passiert. Das wäre einfach momentan nicht so gut, weil ich bin ein bisschen weit weg von Gleichberechtigung für alle. Also ich meine, ich arbeite dran, ich habe die Steuerbelastung der Unterschicht halbiert. Ich kann es immer wieder wiederholen, wählt mich. Aber meine Reichen sind halt so 30, 40 mal reicher als meine Armen. So, das ist nicht so ganz fair aktuell. Wobei ich tatsächlich Politik für die Armen mache. Also denen geht es momentan so von der Entwicklung her tatsächlich am besten. Aber naja. Also ich meine, du kannst auch gegen die Gegner rennen und ich chill da einfach. Dann sterben halt weniger Inder und mehr Briten. Das ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist. Ja, die Frage ist halt, ob du mit deinen... Ja, Tim. In Ziff mit deinen Bogenschützen gegen, keine Ahnung, Gewehr da rennen willst. Tatsächlich ist es immerhin der gute Teil meiner Armee. Also wir haben... Du kannst gerne mit anderen, wenn du willst. Ja, ich switch gleich. Das ist der gute Teil meiner Armee. Also da ist ziemlich viel Artillerie drin und so weiter. Ich habe Kopfsteuern. Ja, genau. Also wenn halt jeder gleich viel Steuern zahlt, also nicht prozentual, sondern wirklich so, jeder zahlt 1.000 Steuern im Jahr, dann freuen sich halt die Millionäre in dem Land. Du solltest unbedingt die Besteuerung ändern. Das ist ja ganz übel. Ja, und vor allem, die Oberschicht zahlt keine Einkommensteuer. Ja, deswegen. Also das ist, ich sag mal, aus Gerechtigkeitsaspekten schwierig aktuell bei dir. Also würde ich jetzt so nicht einen modernen Staat erwarten, sagen wir es so. Was mir übrigens aufgefallen ist, dass Deutschland immer noch nicht gegründet hat. Dafür ist irgendwie Österreich-Ungarn relativ stark. Die führen gerade Krieg hier gegen Frankreich, uns zu gründen, aber... Ja. Ah, okay. Das ist gut. Der Franzose rückt aber im Rheinland vor. Das ist... Okay. Der Krieg in Spanien ist gewonnen, oder? Weil meine Truppen ziehen sich da gerade random zurück. Die ziehen sich nach Mexiko, um dort weiter zu führen. Ja, perfekt. Und jetzt ist der Krieg auch gewonnen und jetzt spawnen die irgendwie gefühlt... Kann es sein, dass meine Truppen gerade weggespawnt sind? Sind einfach weggehüpft.
Ah, okay, sind wieder in meinem Land. Wie sieht's denn mit meinen Schienen in Victoria aus? Die sind hochprofitabel. Hochprofitabel. die sind so hochprofitabel. Ich baue tatsächlich nochmal welche. Weil die schon am Limit sind. Aber der Punkt ist, Australien braucht die halt auch. Habe ich eine Industrie etabliert, um meine Verbündeten von mir abhängig zu machen? Nein, auf gar keinen Fall. Das wäre ja kapitalistisch. Sowas machen wir hier nicht. Passt deine Bachelorarbeit nicht perfekt? Dein ganzes Thema, der perfekte Victoria eigentlich? Na, es geht tatsächlich nicht unbedingt. Also meine Masterarbeit schreibe ich ja über den russischen Rubel. Und ich sag mal, das Währungssystem hier ist nicht vorhanden, weil alle haben Pfund. Es gibt ja keine eigenen Währungen. Ich könnte natürlich für Paradox ein Währungssystem in Weg 3 implementieren, das würde wiederum gut passen. Nee, also meine Arbeit passt nur bedingt, aber tatsächlich habe ich ein paar. Hast du meine Podcasts? Diese Hausarbeiten. Ja, hast du diese Podcasts angehört? Ist geil, oder? Ja. Vor allem, ich habe mich voll geil gefühlt, weil die so waren, boah, da wurden voll die guten Tricks angewandt und voll so mathematisch anspruchsvoll. Ich so, ja, habe ich gut gemacht. Also kurz an alle, es gibt so ein AI-Tool von Google, da könnt ihr etwas hochladen, eigentlich euer Skript, und dann erstellt das quasi den Podcast raus. Und es hört sich halt actually wirklich gut an. Und ich habe da einfach meine letzten Hausarbeiten hochgeladen, und dann hast du da zwei Hosts, die halt auf Englisch leider, aber die reden dann darüber, über dieses neue Paper, das da erschienen ist an der Universität Leipzig und wie krass das doch sei und so. Und gehen da, so semi ins Detail, also nicht Detail, aber schon ganz cool. Also ich habe irgendwo Öl, aber ich brauche das nicht. America. Auch nichts. Ja. Aber solange wir die USA so klein halten, ist es ja auch gar kein Problem, Öl zu besitzen. Ja. Wir werden bald mehr Motoren brauchen, wenn alle auf diese Pumpen umstellen. Dann Wenn Hulk darauf umstellt, dann wird Hulk erstmal 7 Jahre lang nur Motorenwerke bauen. Der Punkt ist, ich habe ja keinerlei Automatisierung immer am Start. Noch nicht. So, weil ich halt immer noch dabei bin. Nicht. Ja, also Menschen, ich könnte natürlich meinen Lebensstandard erhöhen, wenn ich das machen würde. Wäre jetzt also gar nicht mal so doof. Aber ich habe einfach noch so viele Menschen, die nicht da hingehören. Also wir haben im Moment, ich habe immer noch 133 Millionen Subsistenzbauern. Das wird halt auch gefühlt nicht weniger. Und ich muss sie auf 35% meiner Bevölkerung bringen. Das ist halt, also ich habe jetzt zum Glück 78 Millionen Arbeiter, nochmal 10 Millionen Landwirte und so weiter. Also ich habe prima Daumen 100 Millionen Leute und 133 Millionen Bauern. Also es nähert sich der Parität an, aber es ist halt noch ein weiter Weg. Wieder Einwanderungswelle um Einwanderungswelle um Einwanderungswelle um Einwanderungswelle. Ich nicht. Ich würde ganz gern Auswanderungswellen haben. Kann man irgendwie die Leute aus dem Land vertreiben? Ja, man, es gibt einen Machtblock, da kann man das erhöhen, dass man innerhalb des Machtblocks mehr Migration hat. Ich habe mir schon überlegt, könntet ihr euch Vertragshäfen bei mir sichern und dann würden die Leute von dort aus der Provinz zu euch umwandern oder so? Nee. Schade. Also ich meine, das ist ja jetzt auch nicht mal irgendwie unrealistisch. Das ist ja genau das, was Italien, Polen, Türkei etc. in den 60er, 70er Jahren gemacht haben. Also die hatten halt einfach zu viele Leute, wussten nicht wohin damit und haben die an Deutschland beispielsweise ausgeliehen und sind dann halt dort geblieben. Aber das war ja so erstmal nicht geplant und Deutschland hat die Arbeitskräfte gebraucht. Also diese Art von gelenkter, staatlich organisierter Migration ist ja tatsächlich etwas durchaus Sinnvolles. Russland nimmt sicher Freiwillige auf. Ich glaube, Russland hat genügend Leute. Ich denke, aber du beziehst dich auf heutzutage und das ist natürlich ganz schwierig. Und der Erik, was ich 2025 will, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und ich bin tatsächlich gar kein Freund davon, dass ich jetzt schon sagen könnte, was ich da wähle. Weil es ja wirklich auch sehr, sehr darauf ankommt, welche Sachen, also wie die Parteien sich positionieren. Weil ich sag mal, es gibt ungefähr 2 bis 3 Parteien, die bei mir in Frage kommen, was ich sie wähle. Und dann kommt es eben darauf an, wo sie ihren Fokus setzen, welche Kandidaten sie wählen. Also ich arbeite basically tatsächlich dran, das noch weiter zu erhöhen, tatsächlich. Ja, du hast 150.000 plus, sehe ich gerade. Ja, aber ich bin ja auch im Minus, das ist beabsichtigt. Also ich baue gerade teilweise kurz nicht, damit ich aus der Zinszahlung rauskomme. Was ich tatsächlich mache, ist, ich senke halt gerade die Baukosten. Also da wird jetzt hier gleich wieder, die Glashütten werden produziert und natürlich auch die Stahlwerke. Weil ich bei den Stahlwerken die Produktionsmethode umgestellt habe. Ich weiß halt noch nicht, wie schlau das ist, weil jetzt brauchen wir noch mehr Kohle. Und ich glaube, das findet der Markt gerade nicht so gut. Ja, okay. Oh, Kleidung fehlt uns ja exzessiv. Ja, Kleidung fehlt uns auch exzessiv.
Aber Kohle ist gut. Wir sind jetzt im dreistelligen Bereich. Wir haben, uns fehlt noch 600 Kohle. Haben wir gut gemacht. Wer auch immer gerade Kohle ausbaut, alle bauen. Halt ihn bei. So, mach noch ein bisschen. So, und dann. Moment, ich hab gar nicht hingeguckt. Ich hab halt laissez-faire durch, Leute. Ich hab gleich eine liberale Wirtschaft. Also wirklich, als Indien bin ja jetzt gefühlt liberaler als das Indien heutzutage. Also ich bin gefühlt liberaler als das Indien heutzutage. Ich bräuchte nur noch unbedingt so ganz, ganz dringend. Das ist die Sache mit dem Multikulturalismus. Dazu zwei Dinge, die tatsächlich spannend sind. Erstens, weiß jemand, was eigentlich aktuell passiert, wenn die diskriminiert werden? Was genau hat das für einen Effekt? Die kriegen weniger Gehalt und werden radikaler, schneller. Okay, weil das finde ich richtig cool. Ich habe mich mit dem System kurz auseinandergesetzt, fand es doof. Und mit dem nächsten Update soll das tatsächlich angepasst werden, dass du verschiedene Stufen von Diskriminierung haben kannst. Dass du aufgrund von Religion, Kultur in verschiedenen Abstufungen eben diskriminiert wirst. Dass du weniger diskriminiert wirst, je länger du in einem Land bist und so weiter. Weil aktuell ist das System ja, also dieses Binäre, also das war ja letztes Mal bei Tim, das ist mir im Schnitt aufgefallen, da Tim, also Großbritannien-Tim, rausgehauen, ja, ich akzeptiere auf einmal halb also komplett Europa. Und das war halt schon ein bisschen übertrieben. Also vom einen auf den anderen Moment finden wir auf einmal alle toll. Da freue ich mich tatsächlich sehr auf das neue Update. Aber richtig. Ja, ja. Vor allem, das war in der Russland-Run so, da habe ich ganz früh schon, welche Stufe hatte ich da mit? Das war ganz crazy, da hatte ich mit Russland direkt als erstes kulturelle Ausgrenzung geschafft, weil ich instant dafür eine Bewegung hatte und auf einmal hatte ich halt Einwanderungswellen nach Russland. Das hatte ich noch nie in einem Game gehabt, dass ich mit Russland Einwanderungswellen hatte. Oh, meine Bevölkerung erreicht ein Plateau. Perfekt. Das sieht sehr gut aus. Das bedeutet, mein Wohlstand dürfte. Okay, sinkt trotzdem scheiße. Ich würde tatsächlich super in Österreich, habe ich beschlossen, ich würde instant den Neos beitreten. Ich finde die super. Die sind so für Vereinigte Staaten von Europa und quasi unsere FDP, aber in cool. Also, das, was die FDP letzte Wahl suggeriert hat, dass sie es wären, das sind sie wirklich. Oh mein Gott, ich habe Eindosung. Effiziente Eindosung. Was ist Eindosung für ein Begriff? Eindosung, das ist die effiziente Eindosung, das heißt, dass du halt deine Lebensmittelfabriken noch verbessern kannst. Wir haben dafür Öl brauchen. Apropos, zum Thema selber drum kümmern, wie sieht es denn in Victoria aus, also in der Provinz? Wir haben bei der Eisenbahn, ja, hochprofitabel, okay, nee, wir machen eigentlich Minus. Aus irgendwelchen Gründen. Carlos, könntest du mal bei der Eisenbahn, also bei der Eisenbahn in Victoria, die Holzpassagierwaggons anmachen? Das kostet nur ein bisschen Holz und davon hast du eh genug. Ja, perfekt. Danke. Und damit müsste dein Transport deutlich steigen. Sollte dir eigentlich auch in allen Provinzen helfen. Immer noch minus 400. Ja, aber es ist besser als minus 600. So. Und wenn du jetzt noch deine Motoren, ach pass, komm, pass auf, ich baue dir ein Motorenwerk in die Provinz. Gönne ich dir. Scheiße, was machen meine ganzen Einheimischen? Hat jemand ein paar Armeen, um ein paar Leute, Aufständische in Afrika zu bekämpfen? Claro. Die ganzen Leute wollen kolonisiert werden. Kann sich da Südafrika mit drum kümmern? Ja. Oh mein Gott, ich habe 67% Erfolgschance für laissez-faire. Ich bekomme das wirklich hin. Ich bin glücklich. Ich habe alles, was ich brauche. Was hoffst du dir dadurch? Dass ich diesen Investmentpool besser benutzen kann. So. In dem einfach 300 Millionen liegen. Und ich habe tatsächlich gerade noch ein bisschen Geldprobleme. Und ich bekomme eine Kompanie extra. Meine Zinsen sinken. Extra Kompanie ist nämlich auch geil, ja. Ja, genau. Und ja, ansonsten werden halt die Kapitalisten noch mal ein bisschen stärker. Das ist auch nicht schlecht. Die werden zwar aktuell... Nö, die werden nicht stärker. Genau. Und die Staatsdividenden werden stärker reinvestiert. Das bedeutet, ich verliere ein bisschen Geld vermutlich sogar. Aber das ist gar nicht schlecht, weil es direkt in die Wirtschaft fließt. Also das ergibt dann schon... Das passt dann schon. Also im Endeffekt hoffe ich einfach, dass mein Land sich auch dezentral ein bisschen stärker ausbaut. Weil der autonome Sektor, der baut halt überall ein bisschen. Das ist zwar nicht optimal für strategische Vorhaben, aber es ist halt ganz gut, wenn man den Lebensstandard erhöhen will. Und wie erwähnt, ich habe ein bisschen Angst davor. Aktuell erwarten die halt nur 6,6 Lebensstandard, aber das geht halt ganz schnell hoch, sobald der Sozialismus erforscht wird. Hier, diese Zusatzvorräte habe ich gar nicht angehabt. Die sind ja eigentlich recht wichtig. Auch Schokolade und das ganze Zeug, vor allem Opium. Jawohl, ich habe laissez-faire. Jetzt habe ich 160.000 Minus. Jetzt habe ich 35.000 Minus. Ja, mal gucken, was hier gleich alles passiert. Ich habe noch eine Wahl. Ich habe auf einmal 3,3 Millionen Goldreserven. Ich weiß nicht, ob ich die vorher schon hatte. Auf jeden Fall ist mein Land wieder sehr regierbar. Die Wahlen gingen gut aus. Bedeutet, ich kann theoretisch auch die Steuern noch mal ein bisschen erhöhen. Muss ich aber nicht. Wichtig ist aber jetzt die zusätzliche Kompanie, weil...
das hat halt zum Teil schon sehr, sehr krasse Boni. Weil alles, was irgendwie prozentual bei mir reinhaut, ist immer sehr, sehr schön. Oh mein Gott, hier, ich kann plus 20% Bausektor machen. War eigentlich das Baukonglomerat. Ja, das meinte ich ja. Das ist diese Superbaukompanie. Alter, was? Und die Booster dann auch nochmal. Ich hab 26 Millionen in meinem Land. Was doch? Was? Gold, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich glaube, irgendwie mein Investitionsfonds löst sich gerade auf oder sowas. Ja. Also, du privatisierst, alles wird gerade zwangsweise privatisiert. Und deswegen kriegst du Geld. Ah, geil, dann kann ich weitere Bausektoren bauen. Bombay, du hast doch noch Platz, oder? Wir brauchen Getreide. Ja, das kommt auch, das kommt auch. Oh, scheiße, Biha ist schon maximal ausgebaut. Ja, deswegen, ja, ich baue jetzt in Delhi ein bisschen aus, tatsächlich. Da, zum einen, weil die was brauchen und ich habe ja diesen Skaleneffekt-Deckel noch irgendwo, deswegen baue ich jetzt Anführungszeichen dezentral. Also ich baue bis Stufe 100 und verteile aber diese Stufe 100-Dinger. Achso. Oh, jawohl, diese Privatisierung können wir jetzt benutzen, um richtig loszulegen in diesem Land. Das dachten sich schon öfters mal Länder, dann ging es richtig schief. Alles gut, das war gerade tatsächlich, glaube ich, eher Zufall. So, ich kann nochmal eine Kompanie einstellen. Nochmal eine? Das ist natürlich ein Traum. Wisst ihr, was schön wäre, wenn ich quasi die Menge, die ich jetzt Geld, also den Zins, den ich zahle auf meine Schulden, wenn ich den jetzt auch noch auf mein Geld bekommen würde, das wäre tatsächlich sehr cool. Ich finde es auch schön, dass ich mehr Gold habe, als meine Goldreservenschwelle eigentlich zulassen würde. Geld raushauen, Heiko. Ja, mache ich. Jetzt wird gebaut ohne Ende. Also ich habe gerade eben nochmal Bausektoren gebaut und gleich geht auch nochmal ordentlich was hoch mit den Kompanien. Also ich bin jetzt bei 1300. Ich schwimme ja regelrecht im Geld. Also es ist jetzt natürlich einmaliges Geld, aber das ist halt wirklich für so einen Einmal-Boost gar nicht mal schlecht. Problem ist nur, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch machen will. Also ich habe eigentlich also ich könnte jetzt Sozialausgaben beschließen, aber die würden mich finanziell ziemlich... Du hast auch keine Polizei. Du musst halt mal, wenn du jetzt Bau hast, dann musst du mal Bürokratiegebäude bauen, wie so ein Wahnsinniger. Mal so 300, 400 Stück. Tim, ich werde nichts sagen, aber ihr kommt die ganze Zeit und sagt mir, was ich alles bauen soll. Ich baue ja nur für euch. Ja, das wäre ja was für dich. Das ist der Sinn von der Kolonie. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass ich hier ja nur minderwertig bin. Kanada, ich meine, das ist sehr liebevoll, aber wieso sieht dein Land aus, als ob man es einfach halt wieder ausgekotzt hätte? Weil ich es unabhängig gemacht habe. Dass ja, aber dass die Leute sich wieder macht es rückgängig. Nein. So, ich krieg jetzt einen Bürgerkrieg. Ach, du hast die Bausektoren so erhöht, deswegen brauchen wir wieder so viel Glas. Ja, ich habe die Bausektoren erhöht, nachdem ihr mir gesagt habt, Baume. Ups. Ja, Baumeer. Also ich habe Baumeer immer noch mehr zu wenig. Ich baue mit 1630. Wie viel habt ihr alle zusammen? Ich habe 705. Ja, wie viel Armee hast du, die schlagkräftig ist? Naja, je nachdem, wie du schlagkräftige Armee definierst, zwischen 0 und 360. Ja, genau. Naja, ich baue und baue so gut ich kann. Mein BIP geht wirklich exponentiell durch die Decke. Bin jetzt auch auf Platz 1. Mit doppeltem Abstand zum zweiten. Bildung, naja. Lebensstandard, naja. Bevölkerung bleibt. Ich habe ganz wenig Leute, die mich mögen. Das sind wahrscheinlich die Papriten in meinem Land. Ich habe ganz viele Leute, die mich hassen. Und grandioser Zwischenstand. Die Linder in deinem Land. Ja, die Linder in meinem Land hassen mich. Pass mal auf, Kultur. Wie viele Leute haben wir denn mit englischer Kultur? 51.000. Von 244 Millionen. Ja, Krieg gegen Portugal wäre ich aber dabei, wenn wir dafür die Provinz... Also wenn ich Kuba bekomme. Ja, Krieg gegen Portugal fände ich auch gut. Das Problem Portugal ist, dass sie mit Spanien zusammenbündnis sind. Ja, aber Spanien kann aber Portugal nicht mehr angreifen, weil der Typ, der ist ein Vertragshafen. Wie kann man den Vertragshafen erobern? Ich kann den Vertragshafen fordern, ich kann die angreifen. Ja, du musst die angreifen, wir kommen rein und dann mache ich mir weiter. Mach das. Okay, dann würde ich sagen, ja, machen wir das noch. Dann ist es die letzte Aktion für dieses Video, der Livestream geht natürlich noch weiter, dann gehen wir da rein. Optimalerweise sagen sie einfach, jo, ja, sie lenken ein. Perfekt, das ging schnell. Perfekt. Wobei, war denn hier irgendwann Krieg? Ja, aber dann führe ich jetzt Separatkrieg gegen Portugal, das ist doch... Das ist so du willst einen Krieg provozieren und die anderen lenken ein und bist so, ach scheiße. Jetzt haben wir Frieden. Also der Punkt ist, wenn ich aus irgendwelchen Gründen, wenn ich börsennotiert gehe, dann stärke ich damit die Gewerkschaft. Weil ich dann Verkäufer, die vor allem industriell sind, auf einmal Büroangestellte werden. Alles gut, Tim.
Ich mache das jetzt, weil es für eine Mission notwendig ist. Und aus irgendwelchen Gründen hat sich eine pro-schwedische Lobby in meinem Land gebildet. Ich habe gleich ein BIP von 300 Millionen. 300? Irgendwas geht mit deinem Pimp auf einmal, Arvel. Ja, du musst dir mal den Balken angucken. Das ist einfach, diese Bausektoren hauen halt so rein. Ich könnte gefühlt noch mehr davon bauen. Aber ich habe ja, wir brauchen 1000 Glas. Wer kümmert sich um die? Schaut mal bitte in die Industriewaren rein. Kann sich irgendwer um was kümmern? Hat jemand gerade was frei? Oder kümmert sich schon um wer irgendwas? Ich wirklich, also ich habe sehr viel. Ich mache ein bisschen Kleidung, mache ich. Also ich baue noch 42 Glashütten, sind bei mir gerade in Produktion von 126. Das ist gut. Kannst, wie lang ist deine Bauliste noch, Kanada? Ich hätte langsam Angst davor, wenn ich einen Bürgerkrieg bekomme. Aber ich bin ein im Kern absolut stabiles Land tatsächlich. Ich habe gerade aus irgendwelchen Gründen eine umkämpfte Regierung, aber das ist kein Problem. Ich kann die Landbewohner rausschmeißen, dann bin ich wieder bei rechtmäßig. Oh, Spanien ist raus, Portugal ist noch drinnen. Auf Landung bei Portugal machen. Ah, ich habe Börsennotation geschafft. Das habe ich vorher auch gemacht. Wie will niemand bei mir die Berufspolizei, lol? Ich habe alles, was Richtung Polizei geht, existiert bei mir nicht. Meine Streitkräfte und alles sind randständig. Meine Liberalen wollen natürlich keine Polizei. Naja, da gibt es sie jetzt erstmal nicht. Ich würde British aus Indien zwingen, beim Gesetzhüter auf von keiner Polizei zur Berufspolizei zu wechseln. Das wäre so Premium. Wenn du sagst, du hast Bürokratie frei und ich soll das machen, mache ich das gerne. Ich habe Bürokratie nicht direkt frei, aber ich baue sie gerade. Also ich habe schon 1000 jetzt produziert. Ja. Super Bruch. Soll ich die Kinderarbeit bei dir auf eingeschränkte Kinderarbeit ändern? Kinderarbeit lass mal, ich weiß gar nicht, was dann passiert. Könnt ihr dir auch eine öffentliche Krankenversicherung auflegen? Nein, auf gar keinen Fall. Bitte mach das nicht. Warum ich will, dass meine Leute sterben. Ich will, dass sie sterben. Wie hoch ist dann deine Bevölkerungsexplosion? Alter, ich 250 Millionen Inder ist okay. Es wandern genauso viele ab, wie geboren werden. Also ich habe jetzt noch ein Wachstum von 0,25% pro Jahr. Das ist okay. Das ist in Ordnung, aber mehr muss es nicht sein. Schick sie gerne zu mir, die 0,25% ab. Ich nehme sie. Ja, war jetzt sehr spannend. Wir haben sehr viel mit den anderen interagiert. Wir bauen gerade mein Land ein bisschen auf und macht's fit für die Zukunft mit eben laissez-faire, mit unserer liberalen Wirtschaft, mit der Bürokratie, dass wir uns jetzt tatsächlich mal eine Polizei leisten können, dass wir uns einen Geheimdienst mehr oder weniger leisten können, dass einfach die Probleme in unserem Land reduziert werden. Tatsächlich würde ich auch ganz gerne das Geld nutzen, das wir aktuell haben, um vielleicht noch Sozialhilfen einzuführen, um einfach den Kommunisten direkt so ein bisschen Wind aus den Flügeln zu nehmen, weil das ist aktuell das Problem. Von alleine würden wir jetzt aktuell einfach nur immer weiter wachsen. Aber ich sag mal, die politischen Entwicklungen, die eben das Resultat dieser Industrialisierung sind, die werden kommen. Da können wir ein bisschen Legitimität bekommen. Das brauchen wir aber nicht, weil wir haben eine extrem legitime Regierung. Und damit würde ich sagen, war das ein sehr erfolgreicher Part. BIP von 300 Millionen ist geknackt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.